Hey, willkommen zurück am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich was Besonderes für dich vorbereitet. Nämlich will ich dir heute vier Dinge verraten, von denen Frauen sich wünschen, dass wir Männer sie wüssten, weil dann der ganze Prozess des Datings und des Kennenlernens und der Beziehungsbereich viel einfacher verlaufen würde. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Viel Spaß. Der erste Mythos, den ich ein bisschen aufklären will, ist, dass Frauen sich wünschen, dass du dich für sie entscheidest. Ja, du kennst das. Die Frau wünscht sich, dass du dich für sie entscheidest, nur auf sie einlässt, dass sie die einzige Person in deinem Leben ist und du auch keine anderen Frauen mehr triffst. Und natürlich wünscht sich die Frau, dass du dich für sie entscheidest, aber was die meisten Männer falsch machen, was wirklich 90% aller Männer falsch machen, ist, dass sie diesen Schritt schon gehen nach dem ersten oder zweiten oder dritten Treffen. Das heißt, nach dem ersten oder zweiten oder dritten Treffen wollen sie sich schon für die Frau entscheiden, sind in ihrem Kopf schon voll im Beziehungsmodus und wollen nur noch diese eine Frau sehen, geben alle ihre Energie dieser einen Frau. Und das ist das, was die Frauen auf keinen Fall wollen. Denn für die Frau ist es so, und das musst du unbedingt verstehen, für die Frau ist es so ein bisschen, ich möchte ihn mir verdient haben. So. Ich möchte dafür gesorgt haben, dass ich ihn bekommen habe. Nicht, er war sowieso schon die ganze Zeit bereit, mit mir in eine Beziehung zu gehen. Ja? Wenn du sofort bereit bist, so, hey, ja, nur diese eine Frau, ich committe mich dieser einen Frau gegenüber, dann ist das für die Frau extrem unattraktiv. Besser ist es, wenn du einfach viele Treffen mit ihr hast, Spaß mit ihr hast, aber sie immer so ein bisschen unsicher sich darüber ist, wie denn deine Gefühle für sie wirklich sind. Und du wirst merken, es wird der Punkt kommen, wo sie dich fragt, hey, was ist denn das hier überhaupt oder wie geht's mit uns weiter? Und das ist der Punkt, wo du gerne ja, dich für sie entscheiden kannst und das Ganze dann gerne auch in eine Beziehung laufen kann. Aber lass das von ihr aus kommen und geh da nicht selbst den ersten Schritt auf dem ersten, zweiten oder dritten Date. Der zweite Punkt ist, dass viele Männer denken, Frauen würden sich wünschen, dass Männer ihnen immer zustimmen. Das ist gerade etwas, was viele, ich sag mal, Anfänger machen, viele Männer, die gerade anfangen, mit Frauen besser zu werden, ist, dass sie den Frauen zustimmen, weil sie denken, dadurch werden sie für die Frauen attraktiver oder dadurch bekommen sie die Frau ins Bett. Das ist ein Mythos, denn die Frau wünscht sich eigentlich, dass du deine eigene Meinung hast, dass du erstmal deine eigene Meinung entwickelst und dass du dann auch in der Lage bist, vor der Frau zu deiner eigenen Meinung zu stehen. Denn es zeugt von sehr viel Schwäche, wenn du einfach nur die Meinung der Frau annimmst, aus Angst, weil du die Frau willst, weil du denkst, damit bekommst du sie. Das zeugt einfach von Schwäche. Und wenn die Frau merkt, da ist es ein schwacher Mann, der mir da gegenübersteht, dann wird sie sich auch nicht auf mehr mit dir einlassen, nicht auf Sex, nicht auf eine Beziehung und wahrscheinlich nicht mal auf ein weiteres Date. Deswegen entwickle deine eigenen Meinungen und stehe auch zu deinen eigenen Meinungen den Frauen gegenüber. Die dritte Sache ist, dass viele Männer denken, Aussehen oder Reichtum wäre wichtig, um eine tolle Frau zu bekommen. Ich habe letztens schon mal am Donnerstag ein Video über das Thema Aussehen gemacht. Guck es dir auf jeden Fall an. Am Ende des Videos ist es auch nochmal rechts oben verlinkt. Aber das nur mal nebenbei. Aussehen und Reichtum sind nicht die entscheidenden Faktoren. Frauen suchen Männer, die ein gewisses Selbstbewusstsein haben, die ein gewisses Selbstvertrauen haben in ihre eigenen Ziele. Und warum man immer den Eindruck hat, dass Reichtum oder Aussehen so wichtig wäre, ist, dass oft Reichtum damit verbunden ist, dass dieser Mann Ziele verfolgt hat. Wenn du reich werden willst, dann wirst du das meistens, weil du deine Ziele nachhaltig und konsequent verfolgt hast. Darum geht es eigentlich. Es geht um dieses Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen, was du entwickeln musst, um diesen Reichtum zu bekommen. Wenn du also irgendein Ziel hast, und das muss nichts mit Geld zu tun haben, und du verfolgst dieses Ziel voller Selbstbewusstsein, voller Selbstvertrauen, dann wird das anziehend auf die Frau wirken. Ich kenne Männer, es gibt Männer, die haben gar kein Geld, das sind einfach arme Schlucker, sage ich mal, und die haben trotzdem großartige Frauen. Ich kenne einen speziellen Mann, der ist ein Kumpel von einem Freund von mir. Und der hat die schönsten Frauen, immer wieder Frauen, Frauen am laufenden Band. Und ich glaube, der kriegt momentan Hartz IV. Ich bin mir nicht sicher. Ist, glaube ich, arbeitslos momentan. Aber er ist halt einfach wirklich ein selbstbewusster und ein selbstsicherer Typ. Und sein Selbstbewusstsein und seine Selbstsicherheit ist eben auch nicht durch Geld bestimmt. Ja, weil sonst wäre er ja gar nicht selbstsicher, wenn er Hartz IV hat. Aber sein Selbstbewusstsein kommt eben von innen. Und das ist enorm anziehend für die Frau. Also ich kenne viele Typen, die nicht viel Geld machen und trotzdem sehr, sehr, sehr erfolgreich mit Frauen sind. Mich selbst daher mal eingeschlossen. Es gab auch Zeiten, da habe ich einfach, keine Ahnung, von 700 Euro BAföG gelebt. Und ja, es hat trotzdem funktioniert mit den Frauen. Das ist nicht der entscheidende Faktor. Und viele Frauen wünschen sich, dass die Männer das endlich mal verstehen und aufhören, in diesem Irrglauben zu leben. Der vierte Mythos, den ich basten will, den ich zerstören will, habe ich auch ein komplettes Video schon mal drüber gemacht, ist, dass schöne Frauen schwerer zu bekommen sind. Und das ist einfach kompletter Blödsinn. Das ist einfach eine Vorstellung in deinem Kopf. Und viele Männer
kreieren diese Vorstellung als Ausrede. Ja? Weil wenn du einmal denkst, oh, das ist so schön für mich so, ja, die steht nur auf reiche oder gut aussehende Männer, ja, die kriege ich nicht so einfach, dann hast du auch eine tolle Ausrede, sie nicht anzusprechen. Aber die Wahrheit ist, dass schöne Frauen oft weniger angesprochen werden als eine durchschnittlich aussehende Frau. Denn bei dieser durchschnittlich aussehenden Frau, die vielleicht auch ein bisschen freundlicher wirkt, da gehen mehr Männer hin, weil sie sich denken, hey, da kann nichts passieren, hey, das kann ja funktionieren, da bekomme ich nicht so eine harte Ablehnung. Und deswegen werden sehr, sehr schöne Frauen, die meist mit total unrealistischen Bildern verbunden werden, oh, sie ist ein Model und oh, sie hat so ein krasses Leben und oh, da kann ich ja gar nicht mithalten, werden seltener angesprochen. Und deswegen sind viele schöne Frauen auch etwas unsicher, weil sie sich immer fragen müssen, hey, guck mal, warum werden denn diese anderen Frauen immer angesprochen? Warum werde ich denn nicht angesprochen? Warum werde ich denn nicht mal angesprochen? So, was ist mit mir nicht in Ordnung? Ja? Die Frauen wundern sich. Ja? Hübsche Frauen sind oft tatsächlich auch ein bisschen unsicherer, was den Umgang mit Männern angeht, als durchschnittlich aussehende Frauen. Und deswegen, wenn du wirklich schöne Frauen bekommen willst, dann musst du einfach nur diesen Gedanken mal löschen, dass sie schwerer zu bekommen wären oder diese Einstellung mal überarbeiten und geh mal auf ein paar wirklich, ich sag mal, objektiv hübsche Frauen zu und lass dich mal davon überraschen, wie gut die eigentlich reagieren. Es kann auch sein, dass sie nicht so gut reagieren und so ein bisschen verwirrt sind. Das kann dann daran liegen, dass sie es eben nicht gewohnt sind, angesprochen zu werden und total überrascht sind und vielleicht gar nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen müssen. Das ist eine Sache, die passt jetzt oder gehört jetzt eigentlich nicht ins Video, aber mal ganz am Rande. Viele Männer haben immer den Eindruck, dass nur wir Männer aufgeregt werden, wenn wir eine Frau ansprechen. Die Frauen sind meist noch viel aufgeregter. Achte mal drauf. Wenn du selbst an einem Punkt bist, wo du schon relativ selbstbewusst mit Frauen reden kannst, wenn du schon relativ entspannt bist, dann achte mal drauf, wie unsicher die meisten Frauen tatsächlich werden, wenn du sie ansprichst. Frauen sind genauso unsicher wie wir. Wir sind da alle ein Team. Und das sage ich eben deswegen, weil ich es schon öfter erlebt habe oder weil ich schon mit manchen Leuten zusammengearbeitet habe, die das Gefühl hatten, wir spielen so ein Spiel gegen die Frauen. So, wir gegen die Frauen. Ja, wir gegen die Frauen. Aber eigentlich spielen wir alle ein Spiel zusammen. Ja? Wir sind alle unsicher, wir haben alle mal Angst. Und deswegen geh gerne auf hübsche, heiße Frauen zu und lass dich mal davon überraschen, wie gut die eigentlich wirklich reagieren. Schön, dass du heute dabei warst hier am Samstag. Weil heute Samstag ist, würde ich dir empfehlen, dass du nachher noch ein bisschen in den Club gehst, dass du allgemein noch ein bisschen rausgehst, ein paar Frauen kennenlernst. Und wir beide werden uns dann am Donnerstag wiedersehen. Unten in der Ecke kannst du meinen Quiz machen, den du herausfindest, wie anziehend attraktiv du momentan auf Frauen wirkst und wie du in Zukunft noch anziehender auf Frauen wirken kannst. Unten in der Ecke abonnierst du den Channel und oben in der Ecke kannst du dir das letzte Video angucken, das auf diesem Channel rausgekommen ist. Ich wünsche dir noch viel Spaß mit den Videos auf meinem Channel. Trag dich auch in meinen Newsletter ein. Das passiert automatisch über das Quiz. Newsletter in meinem Online-Coaching, ist gratis, ist für dich, bekommst du noch viele Informationen, die hier nicht auf dem Channel kommen, die nicht in meinem Podcast kommen und die du auch nicht auf Facebook bekommst. Das sind teilweise Informationen, die ich Leuten auf bezahlten Coachings von mehreren tausend Euro mitgebe, die bekommst du gratis im Online-Coaching. Einfach auf das Quiz unten in der Ecke klicken oder auf den Link in der Beschreibung, da ist das Quiz auch nochmal verlinkt, das Quiz machen und schon bist du auch Teil meines Online-Coachings und erhältst da die Informationen. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.